Einen wunderschönen Abend aus Imola, direkt von der Rennstrecke, wo morgen das dritte Formel-1-Rennen dieser Saison in Szene geht. Ich freue mich, dass Sie auch heute bei Sport am Samstag mit dabei sind. Ich begrüße bei mir den regierenden Weltmeister Michael Schumacher, der morgen von der Pole Position aus ins Rennen gehen wird. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ebenfalls herzlich willkommen heiße ich Gerhard Berger. Heute im Training, oder gestern muss man eigentlich sagen, Zweitplatzierter, ebenfalls aus der ersten Startreihe morgen. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Guten Abend. Und last not least, mein Co-Kommentator beim heutigen Abschlusstraining, Niki Laude. Freue mich, dass auch Sie mit dabei sind. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, zeigen wir Ihnen, was sich heute Mittag im Abschlusstraining getan hat. Gerhard Berger bleibt in Imola in der ersten Startreihe. Dank seiner gestrigen Superrunde nur um 8000stel Sekunden langsamer als Michael Schumacher, in Distanz ausgedrückt vielleicht 35 Zentimeter. Für Gerhard Berger ist in Imola schon alles passiert. Erster Trainingssieg über Niki Lauda, zum ersten Mal unter den ersten drei, einen Grand Prix angeführt, sein schwerster Unfall und im folgenden Jahr zwei seiner besten Freunde verloren. Heute die Temperaturen im Autodrom ungefähr 20 Grad höher, das heißt die Piste ist langsamer, an der Startaufstellung ändert sich praktisch nichts. Der Ferrari von Gerhard Berger also in der ersten Startreihe, dementsprechend der Jubel in Imola. Der Schreck kam erst nachher, als beide Ferrari-Dienstautos von Berger und Alesi gestohlen wurden. Imola heute, Nigel Mansell, der Comeback-Superstar, hat einen Motorschaden und beobachtet aus sicherer Entfernung, wie zunächst einmal die beiden Williams von Hill und Coulthard im inoffiziellen Training die schnellsten sind und wie Michael Schumacher heute Vormittag einen Dreher mit Unfall hat. Glück, dass Michael Schumacher von diesem wegfliegenden Rad nicht getroffen wird. Aber Nachmittag im offiziellen Training stimmt die Welt des Michael Schumacher wieder. Er ist schnellster, wenn auch 2/10 langsamer als gestern. Die Williams drehen auf, David Coulthard und Damon Hill. Coulthard wird immer schneller, ist morgen sicherlich mehr als ein gefährlicher Außenseiter. Erste Reihe also Schumacher und Berger. Bei Ferrari heute eher weniger Betrieb. Alesi Vierter, Gerhard Berger hat die Reifen angefahren für den morgigen Grand Prix. Die Ferrari-Chancen morgen sehr, sehr gut. Nicht der Sport, sondern eine ganz andere Diskussion hat zuletzt die Formel 1 beherrscht, nämlich der Streit zwischen Michael Schumacher und Gerhard Berger. Man hat sich gegenseitig über die Medien Nettigkeiten ausgerichtet, dann hat es die Meldung gegeben, der Streit sei beendet. Michael, wie schaut's aus? Die letzte Meldung und auch die erste sind definitiv richtig. Wir hatten Meinungsaustausch in den Medien. Meinungsaustausch ist gut. Ja, so würde ich es mal nennen. Wir hatten einen solchen auch schon vorher mal, hatten uns eigentlich danach abgemacht, dass wir so etwas nicht in der Presse ausführen werden, sondern den gleich privat ausräumen. Aber er hat, wie gesehen, stattgefunden. Aber das Wichtige ist eigentlich, dass man sich danach wieder zusammensetzt und wie vernünftige Menschen darüber redet, das ausdiskutiert und danach auch wieder vergisst. Das heißt, der Satz, wenn Gerhard Berger so gut Auto fahren würde wie reden, dann wäre er Weltmeister, der gilt jetzt nicht mehr. Na, ich stehe nach wie vor zu meinen Aussagen. Die werde ich nicht zurücknehmen. Ich denke auch, dass Gerhard zu seinen steht. Aber wie gesagt, sollte man sich danach aussprechen und sollte wieder normal miteinander arbeiten. Gerhard, bessere Redner als Rennfahrer? Michael sagt's. Kann es nicht beurteilen. Wie Michael schon gesagt hat, wir haben uns zufällig letzte Woche in Monte Carlo getroffen, haben darüber ein bisschen geredet und ich glaube, jetzt ist wieder Zeit, ans Arbeiten zu denken. Rennwochenende ist da, konzentrieren uns auf die Technik und aufs Fahren und ich glaube, wir können dann nächste Woche, wenn es wieder ruhiger wird, wieder schauen, ob wir das Thema wieder aufgreifen oder, aber im Moment ist es gescheiter. Er hat damit gekontert, sie seien unreif. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt hier wieder in eine Diskussion einlenken sollten oder Meinungsaustausch haben sollten, weil er sagt ganz richtig, wir haben hier ein Rennwochenende vor uns, müssen uns auf unsere Arbeit konzentrieren und ich sehe auch eigentlich keinen Grund, den Meinungsaustausch weiterhin in der Öffentlichkeit durchzuführen. Das haben wir getan, das haben wir hinter uns. Ich glaube, die Medien haben ihren Spaß gehabt, wir hatten ihn auch bis zum gewissen Punkt und haben uns jetzt aber wieder zusammengefunden. Wir sind beide Profis und glauben, ich denke, wir wissen einfach, was sich gehört. Wie tragfähig, um noch ein Wort darüber zu verlieren, wie tragfähig ist der Friede Ihrer Meinung nach? Ich
meine, Probleme tauchen in den besten Beziehungen auf. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. In jeder Ehe gibt es Probleme, Meinungsverschiedenheiten. Und hier wird im Extremen miteinander gekämpft auf der Rennstrecke. Und da muss man praktisch solche Diskussionen, Auseinandersetzungen erwarten. Aber insofern die fair verlaufen und oberhalb der Gürtellinie bleiben, habe ich dagegen nichts einzuwenden. Und wie gesagt, man sollte sich danach wieder zusammenfinden und wie vernünftige Menschen sich auch benehmen. Okay, Gerhard, noch einen Satz dazu? Ja, ich habe kein Problem damit. Wie Michael schon gesagt, ich finde es auch besser, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir uns das vielleicht ohne der Öffentlichkeit gegenseitig vorwerfen, aber wenn es nicht anders geht, machen wir es mit der Öffentlichkeit. Aber grundsätzlich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander reden können. Das haben wir schon öfters gesagt, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, dass wir nachher wieder einigermaßen einen Frieden finden. Das ist einfach ganz wichtig, weil wir arbeiten zusammen in der GPDA, wo wir unbedingt zusammenarbeiten müssen. Wir sind auf der Strecke ständig zusammen und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn es geht, einigermaßen Frieden zu haben. Niki, Sie sitzen so schweigsam in der ersten Reihe sozusagen. Hat diese Auseinandersetzung ein bisschen mit jener Situation zu tun, wie sie jahrelang zwischen Prost und Senna geherrscht hat? Kann man das irgendwie vergleichen? Also ich würde sagen, das kann man nicht vergleichen, weil die zwei haben sich wirklich wie Katz und Hund gehasst. Die konnten sicher nicht so hier Friede machen, weil da war zwischen den Persönlichkeiten zu viel aufgebaut. Ich glaube, das, was die beiden jetzt hier gesagt haben, ist ganz klar und logisch. Es war ein kurzer Schlagabtausch, aber die können absolut miteinander. Zumindest kriege ich absolut das Gefühl, was mit Senna und Prost sicher damals nicht der Fall war. Kommen wir ein bisschen zum Hintergrund des Ganzen. Der Hintergrund war ja jenes Pariser Urteil, das Ihre und Coulthards Disqualifikation aufgehoben hat und Ihnen die WM-Punkte, die 10 WM-Punkte, die zunächst beim Gerhard waren, zurückgebracht hat. Wir wollten über dieses Thema hier auch mit Fiabos Max Mosley diskutieren. Er hat auch zugesagt, hat dann aber seine ursprünglich gegebene Zusage wieder zurückgezogen. Mit einer interessanten Begründung, er sitze mit Niki Lauda derzeit nicht an einem Tisch. Hat Sie das betroffen, um eine kurze Frage zu stellen? Das hat mich deswegen nicht betroffen, weil ich verstehe, warum er so reagiert. Weil die beiden Herren, die da sitzen, wenn sie ihre Superlizenz unterschreiben, da steht drinnen, wenn ich einmal einen blöden Kommentar über die oberste Sportbehörde mache, muss ich entweder die Geldstrafe zahlen oder sogar die Lizenz entzogen wird. Da ich Gott sei Dank heute keine Lizenz mehr brauche, kann ich reden und tun, was ich will. Das heißt, und ich glaube, das war das Grund. So, ich habe Max Mosley interviewt und ihn zunächst gefragt, ob er als FIA-Präsident über dieses Pariser Urteil glücklich sei. Ich muss sagen, ich persönlich, ich habe natürlich nichts daran zu sagen, das ist eine Sache für die Rechtsanwälte, aber ich persönlich nicht. Mir wäre es lieber, wir wären mit der brasilianischen Entscheidung geblieben, weil das ist einfacher und klarer. Aber gut, die Rechtsanwälte haben das 5,5 Stunden zugehört und die haben eine andere Meinung. Und das ist das preisunabhängige Gericht. Man ist manchmal nicht damit vollkommen einverstanden. Glauben Sie, dass dieses Gericht kompetent genug war? Die ist sicher kompetent und man kann sehr lang argumentieren, ob was wirklich eine administrative Fehler war. Also da war überhaupt kein Vorteil für die Fahrer, ob man da Punkte wegnehmen will. Aber meiner Ansicht nach, man darf in diese Diskussion nicht eintreten. Aber ein normaler Mann, der das zuhört, würde sagen, die Punkte vom Fahrer wegzunehmen, wäre schon ein bisschen hart. Und das kann ich verstehen. Ich bin aber nicht derselben Meinung. Ist das nicht ein eigenartiges Urteil? Es ist das erste Mal, dass das passiert ist, aber es ist nur seit etwa 5 Jahren, dass man die Möglichkeit hat, Punkte zurückzuziehen. Bis dann gibt es entweder Disqualifikation oder nicht und dann automatisch Punkte weg. Das ist was Neues. Es ist vielleicht zu kompliziert. Wenn man eine solche Sache nicht in einem Satz der Öffentlichkeit erklären kann, es ist vielleicht zu kompliziert. Sie halten dieses Urteil nicht für eigenartig? Es ist eigenartig im Sinne, dass es ist noch nie passiert und ich schätze, es wird wahrscheinlich nie wieder passieren. Wieso ist es denn diesmal passiert? Das war der Meinung dieser unabhängige Gericht. Aber die können unsere jetzige Reglement interpretieren. Aber wir haben das Recht, das Reglement zu ändern. Und das wird dann bei der nächsten Sitzung der World Council besprochen. Herr Mosley, Sie sagen, die Fahrer haben keinen Vorteil gehabt. Das mag richtig sein. Aber muss man nicht andererseits sagen, dass die Bestimmungen, die es gibt, eindeutig verletzt worden sind? Das ist also genau mein persönlicher Punkt. Wenn man in dem Argument überhaupt eintritt,
ob der Fahrer einen Vorteil gehabt hat oder nicht, dann kann man monatelang reden. Zum Beispiel, wenn der Auto zu breit wäre. Ein Ingenieur sagt, es ist besser. Ein anderer sagt, na, das ist nicht so gut. Wir können in diese Diskussion nicht eintreten. Der Auto ist konform oder er ist nicht konform. Und wenn er nicht konform ist, muss er rausfliegen. Für mich ist die Sache ganz klar. Wir versuchen dann, das Reglement vielleicht auch ein bisschen klarer zu machen. Aber inzwischen, das Gericht ist unabhängig und augenblicklich haben die das Recht, so zu machen. Herr Mosley, Sie sind angetreten mit dem Satz oder haben diesen Satz immer wieder bekräftigt. Sie werden dafür garantieren, dass die Regeln eingehalten werden. Viele, auch in der Formel 1 und außerhalb der Formel 1, haben Hoffnungen in Sie gesetzt. Laufen Sie nun, ich formuliere es ein bisschen hart, laufen Sie nun nach diesem Urteil nicht auch Gefahr, Ihr Gesicht zu verlieren? Das ist natürlich immer das Problem, aber das ist für zum Beispiel normale Politiker genau dasselbe. Die sind auch unter dem Gericht. Die Politiker machen die Gesetze, aber das Gericht interpretiert die. Und manchmal für die Politiker ist das auch unangenehm. Das ist natürlich für mich unangenehm, aber das Preis der Demokratie und der entschiedliche Mächte und diese ganzen Prinzipien, manchmal kostet das, manchmal ist das ärgerlich. Nehmen wir das weg von Ihrer Person. Läuft nach diesem Urteil nicht die Formel 1 überhaupt Gefahr, in den Geruch zu kommen, käuflich zu sein? Der, der die größten Strafen bezahlen kann, der gewinnt. Nein, das würde ich nicht denken, weil die Strafe hat eigentlich damit nichts zu tun. Das war die Punkte auch für den Team. Ich glaube, das ist für die Zukunft überhaupt kein Präzedenz. Das war auf sehr eigenartige Fakten entschieden worden. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass solche Fakten wieder auftreten. Und wie gesagt, wahrscheinlich werden wir auch die Gesetze ein bisschen ändern auch. Die Formel 1 lebt von großen Sponsoren und es sind sehr renommierte Firmen als Sponsoren in der Formel 1 tätig, die sehr viel Geld da hineinstecken. Wenn nun die Formel 1 in ein schlechtes Licht gerät, was diese Dinge betrifft, glauben Sie nicht, dass mittelfristig oder längerfristig auch die Sponsoren damit abhanden kommen und damit nichts mehr zu tun haben wollen? Wenn das so weit käme, wäre es schon eine Gefahr. Wenn ich ein Sponsor bin, ich stehe da mit 50 Millionen Dollar, ich will für 2-3 Jahre investieren, ich muss den absolute Garantie haben, dass das ernst geleitet wird und richtig gemanagt wird, wenn ich so sagen kann. Und ich habe die Teams auch immer wieder erklärt, das ist meine Aufgabe und die sollen mir nicht den Leben nicht zu schwer machen. Aber ich bin überzeugt, augenblicklich jemand außerhalb der Sache, es gibt auch eine positive Seite dieser ganzen Geschichte. Es ist der Beweis, dass das Gericht in Paris von mir unabhängig ist. Und mindestens sind wir kein Bananenrepublik. Also das ist etwas Positives. Aber auch ein Gericht kann sich irren, wie wir wissen. Ein Gericht? Kann sich irren, kann sich täuschen. Er kann sich immer täuschen. Und ja, wie gesagt, meines Erachtens haben sie sich getäuscht. Aber es ist unsere Aufgabe, die Gesetze klar und deutlich auszulegen. Und dann können wir uns vielleicht darauf verlassen, dass das Gericht in, was ich sagen würde, das richtige Sinne, die interpretieren kann. Herr Mosley, eine Frage ganz zum Schluss. Wir haben unseren Sportfreunden angekündigt, eine Diskussionsrunde mit Max Mosley, mit Michael Schumacher, mit Gerhard Berger und mit Niki Lauda. Sie haben mir heute Nachmittag gesagt, Sie wollen mit Niki Lauda nicht diskutieren. Warum? Also das ist einigermaßen schwierig für mich. Er hat einige Äußerungen gemacht, dass innerhalb der vier Schwierigkeiten machen und es werden gewisse Sachen aufgenommen und ich darf im Augenblick mit ihm mit auftreten, deswegen, weil ich muss ein bisschen davon wegbleiben und unabhängig bleiben. Aber persönlich sind wir, wie Sie wahrscheinlich gemerkt haben, sind wir sehr freundlich. Aber als FIA-Präsident kann ich mit ihm nicht auftreten, augenblicklich. Wird er für seine Äußerungen wegen des Paris-Urteils bestraft werden? Die FIA hat über Niki Lauda überhaupt keine Rechte. Der ist kein Lizenzhaber. Aber es gibt vielleicht dann Fragen an seinen Rennstall. Ich bedanke mich sehr, Herr Mosley, und wünsche Ihnen alles Gute und gute Heimfahrt nach London. Danke auch. Dankeschön. Danke. Niki, wie wird der Rennstall reagieren, wenn er gefragt wird? Könnt ihr Punkte abgenommen? Also, ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil ich als Niki Lauda reden kann, ad personam oder für Ferrari. Und in dem Fall habe ich ganz klar für mich selber geredet. Ich war selber im Rennsport eine Zeit lang tätig, deswegen weiß ich, worum es hier geht. Aber ich freue mich eigentlich in Wirklichkeit, was der Max hier gesagt hat, ist das Gleiche, was ich gesagt habe. Das ist überhaupt kein Unterschied. Ich habe nur gesagt, das ist ein Witz, wie die FIA unterschieden hat, dieses Problem. Und das hat er mir auch heute vorgeworfen. Ich soll es ja nicht sagen, es ist ein Witz, weil sie sind keine Witzleute. Ich habe ihm gesagt, er hat vollkommen recht. Ich hätte sagen sollen, es war ein Blödsinn und es war alles falsch. Also ich habe mich mit ihm schon geeinigt und ich verstehe auch, warum er sich ärgert. Weil er natürlich das gleiche Problem mit dem Urteil hat, wie wir alle.
Das gibt er hier offen und klar zu. Und ich hoffe, dass er in Zukunft halt die Konsequenzen ziehen wird. Michael, wie sehen Sie das? Sie könnten jetzt natürlich sagen, ich habe die 10 Punkte, alles andere interessiert mich nicht. Sagen Sie das oder hat das Ganze für sich auch eine Nachdenkphase? Ich glaube, die Nachdenkphase ist da, dass wir Regeln haben, die das Ganze ein bisschen kompliziert gestalten. Und da hat der Max ja auch darüber gesprochen, dass er diese Regeln anpasst, damit solche Dinge eben nicht mehr passieren. Weil wem möchte man klar machen oder wie vor allen Dingen macht man jemandem klar, dass ein Auto legal ist und trotzdem aus der Wertung genommen wird? Es gibt sicherlich ein Reglement, das sagt, dass die Fingerabdrücke der beiden Benzinsorten übereinstimmen müssen. Aber das geht ja, da geht es ja nicht um die Legalität oder Illegalität. Und deswegen, glaube ich, sollte einfach ein Gesetz vorhanden sein, das solche Probleme ganz einfach nicht aufwirft. Also mit anderen Worten, Ihnen sind die 10 Punkte recht und was jetzt passiert, ist Ihnen auch wurscht. Nein, das ist nicht richtig. Sicherlich bin ich erfreut darüber, die 10 Punkte wieder zu haben. Ich glaube, ich habe sie mir verdient. Ich habe mein Rennen ganz legal gewonnen, mit einer Runde Vorsprung, wenn ich das sagen darf. Und von daher... Aber wie Lauda und Mosley meint, mit einem nicht persönlich Ihnen angelasteten, aber mit einem Regelverstoß. Mit einem Regelverstoß, das ist in gewisser Hinsicht richtig. Und der ist ja auch bestraft worden. Aber wenn Sie jetzt mal den sportlichen Faktor sehen, ein Auto, ein Rennfahrer auf der Strecke mit vollkommen legalen Mittel, der nicht die Möglichkeit hat, diesen Sprit zu kontrollieren, ob der jetzt der gleiche ist, wie er am Anfang vom Jahr war, wo er eingeschickt wurde, oder ob er da... Ich habe gesagt, es geht nicht gegen Sie persönlich in dem Fall. Nein, das ist richtig. Aber ich möchte nur erklären, warum ich der Meinung bin, dass das Urteil in Ordnung ist. Und zwar habe ich 2 Stunden hart gearbeitet mit einem Auto, was legal ist. Auf der anderen Seite gab es einen Regelverstoß, der nur vom Team und von dem Partner 11 überwacht werden kann. Und sowas sollte einfach nicht passieren. Das ist richtig. Und deswegen gab es auch in der Hinsicht eine Bestrafung. Auf der anderen Seite die Wiedergutung der Punkte für mich. Also Sie glauben, dass diese Splittung der Strafe, wenn ich so mal sage, dass die okay ist? Für das Reglement, was wir momentan haben, und für diesen Fall, denke ich, ist das okay. Nur sollte man in Zukunft das Gleiche machen, was auch im letzten Jahr passiert ist. Ich brauche nur daran erinnern, ich habe in der Einführungsrunde überholt, habe eine schwarze Flagge nachher bekommen. Dieses Gesetz ist nachher verändert worden. Dann bin ich in Spa disqualifiziert worden, wegen einem Unterboden, der zu dünn war. Und auch dieses Reglement ist nachher modifiziert worden, damit solche Probleme nicht mehr auftauchen. Ich glaube, auch in diesem Punkt sollte das in Zukunft auch geschehen. Gerhard. Ja? Sie ist naturgemäß anderer Meinung. Nein, ich bin nur glücklich, dass jetzt jeder der Meinung ist, dass das Reglement geändert wird. Und für Sie zu spät, aber meine Punkte verloren habe. Aber wie gesagt, wir können jetzt stundenlang darüber diskutieren. Das Einzige, wo ich nicht der Meinung bin, ist einfach, man kann einfach bei einem Regelverstoß, man kann nicht Auto mit Fahrer trennen. Wenn der Start einmal passiert ist, dann ist der Fahrer und das Auto eine Einheit. Und so muss es auch bewertet werden. Ganz egal, ob man jetzt dann sagt, okay, man nimmt dem Fahrer und dem Auto die Punkte weg oder die Platzierung weg, oder man gibt es ihm und man gibt eine Geldstrafe. Aber es, meiner Meinung nach geht es einfach nicht, dass man sagt, okay, dem Team nehmen wir die Punkte weg, dem Fahrer halten wir es. Also das funktioniert nicht. Niki? Also ich glaube, das sieht man zum Beispiel hier an den Max Mosley Aussagen. Ich glaube, alle haben gelernt daraus. Jeder hat also wirklich verstanden, dass das nicht ganz astrein war. Und das Wichtige, glaube ich, für die Formel 1 ist, um eben wieder den Ruf richtig herzustellen, ist, dass man garantieren muss, dass es in Zukunft nicht passiert. Und ich glaube, dass Max Mosley jetzt hart daran arbeiten wird, eben sein System so im Griff zu kriegen, dass es nur klare Entscheidungen gibt. Das ist wie beim Fußball. Es gibt ein Tor oder kein Tor. Und das Gleiche sollte hier der Fall sein. Ich glaube, es hat jeder daraus gelernt. Und wir werden sehen, dass das in Zukunft nicht mehr passieren wird. Nun, Herr Schumacher, ist über dem Ganzen ein bisschen auch die Diskussion, gerät die Formel 1 nicht in ein schiefes Licht? Das ist hier ein bisschen angedeutet. Und ich möchte Sie überhaupt nicht persönlich kränken. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie hier gekommen sind. Aber Sie persönlich müssen immer wieder mit diesem Vorwurf leben. Gewisse Printmedien haben dann den Schummel-Schumi geprägt. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Wie leben Sie damit? Ich bin mit Sicherheit nicht happy über diesen Begriff, den wir gerade genannt haben, den ich auch in Zukunft nicht mehr hören möchte, weil ich absolut der Meinung bin, dass dieser Begriff nicht gerechtfertigt ist, wenn man sich die Probleme und Situationen mal anschaut, die in der Vergangenheit passiert sind und auch jetzt wieder in Brasilien, dann muss man sich fragen, was hat der Fahrer Schumacher mit diesen ganzen Konflikten zu tun? Rein gar nichts. Es ist eine Teamangelegenheit, wo das Team sich darum zu kümmern hat, dass das in Zukunft, dass das nicht passiert, generell nicht passiert. Und in der Hinsicht hat die Person Schumacher einfach nichts damit zu tun, hat sich im Prinzip auch nichts zu Schulden kommen lassen.
aber trotzdem ist er beschuldigt worden. Ich bin da mit Sicherheit unglücklich drüber. Wir haben auch wahrscheinlich einige Fehler gemacht. Wir hätten auf gewisse Dinge schneller, besser, anders reagieren können. Ich kann nur sagen, man lernt daraus und wir werden in Zukunft auch in der Hinsicht uns verbessern. Aber prinzipiell kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass ich nie gegen die Regel verstoßen habe. Haben Sie ein Team, das, ich sage das bewusst jetzt so, das mit allen Mitteln gewinnen möchte? Nein, ja, sicherlich haben wir ein Team, was mit allen Mitteln gewinnen möchte. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, wenn es irgendwelche legalen Vorteile gibt, dann nutzt die jedes Team aus. Wobei die Betonung auf legal liegen muss, ne? Richtig, wo die Betonung auf legal liegen muss. Und das tun wir auch. Aber ich glaube, wir sollten mal einen Faktor ganz klar ansprechen. Und zwar ist das der Faktor Neid, den wir in der Formel 1 nun mal haben. Den haben wir in jeder Lebenslage, in jedem Lebensbereich. Aber in der Formel 1 natürlich ganz groß. Man muss sehen, dass Benetton zwar schon längere Zeit besteht, aber eigentlich nie ernst genommen wurde. Und auf einmal seit 3 Jahren gibt es ein Benetton-Team und auch einen neuen Fahrer, die auf einmal konkurrenzfähig sind. Anderen Teams, die weiß ich wie viel Millionen investieren, schon seit weiß ich wie vielen Jahren in der Formel 1 sind. Und auf einmal kommt da irgendein junger Fahrer, ein junges Team und fährt denen vor der Nase herum. Da haben manche Probleme sich mit abzufinden, auch gegenüber ihren Sponsoren das zu vertreten. Und da werden manchmal speziell oder ganz bewusst Gerüchte gestreut und da werden Dinge versucht aufzuspielen, die einen in anderes Licht rücken, damit man sich selber wieder ein bisschen besser dahinstellen kann. Gerhard, Michael Schumacher als Neidfaktor. Ich möchte jetzt ganz bewusst in diese Diskussion nicht eintreten, weil bei verschiedenen Punkten habe ich natürlich eine andere Meinung, beziehungsweise gibt es verschiedene Situationen, wo wirklich eine Diskussion da war und wo das nicht nur von der Luft her gegriffen wurde, aber ich glaube, es ist absolut falsch. Was heißt andere Meinung? Sie glauben, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist? Nein, ich glaube, dass einfach verschiedene Vorfälle waren, wo das nicht aus dem Nichts entstanden ist. Kann man das präzisieren ein bisschen? Naja, wie gesagt, ich will jetzt eigentlich nicht in die Diskussion eintreten, weil ich sage, dann sind wir wieder genau bei dem Thema, wo wir nicht hinwollen. Vor allen Dingen geht es ja auch nicht darum, dass ich hier jetzt einen Gerd damit meine oder Ferrari damit meine. Es gibt ja noch genügend andere Gegner in der Formel 1, die mit uns fahren. Und die kann ich ja genauso gut ansprechen. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist jetzt wichtig, diese ganzen Sachen aus der Welt zu schaffen, weil das sind endlose Diskussionen, endlose Vorwürfe. Michael ist letztes Jahr Weltmeister geworden, hat sich sicherlich verdient. Und heuer ist eine neue Saison und wir kämpfen um einen neuen Weltmeisterschaftstitel. Und es ist absolut sinnlos, jetzt alte Sachen zu diskutieren und sagen, wenn und aber und wie und was. Und hoffen wir, dass in Zukunft diese Diskussionen nicht mehr zustande kommen, weil sie einfach als Kollege oder als anderer Fahrerkollege oft sehr, sehr viel zum Nachdenken geben und halt einfach ungut sind. Aber besteht nicht die Gefahr, wenn Sie jetzt solche Vorbehalte haben, dass hier Dinge unter den Teppich gekehrt werden und nicht gelöst werden, die dann eines Tages halt wieder hochkommen? Ich will nicht sagen unter den Teppich gekehrt, aber es sind viele Sachen nicht gelöst worden. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es in Zukunft weniger und weniger Probleme gibt, die nicht lösbar sind. Und ich glaube, wie Mosler schon vorher gesagt hat im Interview, er arbeitet sehr hart daran, dass eben Gesetze so geschrieben wird, dass sie immer und zu jeder Zeit lösbar sind. Und im letzten Jahr war sehr oft der Fall, dass man halt einfach an einer Situation gestanden hat, wo vielleicht sehr, sehr viele Leute der Meinung waren, das Gesetz war verletzt. Und das Resultat oder die Strafe hat dann doch anders ausgegangen ist. Niki, Sie waren einer, der zuletzt massiv davor gewarnt hat, dass die Formel 1 hier in ein schräges Licht abdriftet, weil das unabsehbare Konsequenzen hätte. Wie beurteilen Sie jetzt diese Diskussion? Also ich glaube, dass das Ganze, was heuer passiert ist, der Formel 1 nur schadet. Denn früher war es so, zu meiner Zeit, wo ich gefahren bin, da hat man einen Hauptsponsor im Auto gehabt. Der Hauptsponsor, der das Sponsorship selber gemacht hat, kam zum Rennen. Den konnte ich noch beeinflussen, wenn es Probleme gab, konnte man mit dem reden und sagen, pass auf, das schaut so und so aus. Heute, wo Riesenunternehmen in die Formel 1 eingestiegen sind, da gibt es dann einen Aufsichtsrat, der vielleicht bei Mercedes oder anderen Firmen kommt. Die treffen sich nur alle halben Jahre. Die Aufsichtsräte kann ich nicht mehr mit allen Details informieren. Die fragen dann schlicht und einfach, ist das hier korrekt oder ist es nicht korrekt? Und warum sind wir wo dabei, wo die Dinge nicht korrekt sind?
Das heißt, die Formel 1 muss heute wirklich achten darauf, was Mosley auch gesagt hat, hier einfach korrekt und gerade vorzugehen, weil der Kreis der Involvierten so groß geworden ist, die dann nicht mehr verstehen, wenn Dinge nicht mehr zu verstehen sind. Und ich glaube, das Einfachste ist, jetzt einfach darauf zu achten, dass das alles nicht mehr passiert. Wenn dem etwas nicht mehr passiert, ist das Problem weg. Und ist die Situation euch? Glauben Sie, dass man das Problem im Griff hat oder in den Griff bekommt? Kann man das absolut im Griff kriegen, und ich bin auch sicher, dass das der Michael selber auch macht. Weil wenn ich bei einem Team fahre, wo es Probleme gibt, ja, dann gehe ich zum Teamchef oder zu dem es gehört und sage, bitte hören wir auf damit, weil es schadet dir und mir. Und ich bin sicher, dass da hier von der Seite alles gemacht wird, dass man einfach normalen, guten Motorsport sehen kann. Man kann nicht aus Imola berichten, ohne auf die Ereignisse vor einem Jahr einzugehen. Nach dem Tod von Roland Ratzenberger und Ayrton Senna war ja vom schwarzen Wochenende von Imola die Rede. Ein Jahr danach kann die Erinnerung daran, trotz Ferrari-Euphorie der Tifosi, nicht ganz verdrängt werden. Willi Weisch hat heute die Stimmung eingefangen. Am letzten Apriltag des Jahres 1994 stirbt Roland Ratzenberger in der Villeneuve-Kurve. Der Schock für die Formel 1-Piloten sitzt tief. Einen Tag später kommt mit Ayrton Senna der beste Rennfahrer der Gegenwart in der Tamburello-Kurve ums Leben. Nun fährt auch die Angst mit. Die Formel-1-Welt wird aus einer trügerischen Sicherheit gerissen. Nach 12 Jahren ohne tödlichen Unfall hatte man schon geglaubt, der Tod fahre in der Formel 1 nicht mehr mit. Doch das letztjährige Rennwochenende wird zu einer Apokalypse der Formel 1-Neuzeit. Imola im Jahr danach. Wie in Interlagos und in Buenos Aires ist auch hier niemand der Familie Senna dabei. Rudolf Ratzenberger, der Vater von Roland, ist als Gast des Simtek-Teams nach Imola gekommen. Natürlich sehr viel Hoffnungen gehabt hat, wie er da gestanden ist, weil ja doch sein Traum damit in Erfüllung gegangen ist, dass er in die Formel 1 gekommen ist. Ne? Er hat ja als Bub schon davon geträumt, dass er mal Formel 1 fahren wird. Ne? Die Familie Senna meidet eigentlich alle Formel 1 Rennen. Was zieht sie hierher, gerade hierher? Ja, ziehen tut mir eigentlich nichts, sondern ich möchte im Das klingt zwar ein bisschen komisch vielleicht, aber im Rahmen der Verarbeitung des Ganzen, man wird das nie vergessen, unser Leben hat sich seit 30. April 1994 natürlich total geändert. Aber ich möchte es im Rahmen meiner persönlichen Aufarbeitung des Ganzen so mal abwickeln. Und ich werde bestimmt noch einmal da sein und dann nie mehr nach Imola kommen. Imola im Jahr danach. Die Strecke hat ein neues Gesicht bekommen. Die gefährlichsten Abschnitte wie Tamburello und Villeneuve wurden durch Schikanen entschärft. Und die Tifosi sind hin und her gerissen zwischen dem Rot ihrer Kultfigur Ferrari und dem Schwarz des 1. Mai 1994.
Das Interessante ist, dass der Ayrton Senna hier mehr allgegenwärtig ist als in Sao Paulo auf der grünen Wiese, die eigentlich sein Grab ist. Nur soll man das Ganze jetzt nicht überbewerten, in dem Sinne, dass die Fahrer jetzt herkommen, sich hier niederknien oder überhaupt nicht fahren können. Wir wissen doch von uns selbst, wenn irgendwo ein Verkehrsunfall passiert und da liegen die Toten zugedeckt mit Papier, wir fahren weiter. So ist der Mensch. Und wir fahren eigentlich gar nicht langsamer weiter. Und so ist es auch hier. Sicher der Gerhard Berger, der ihm sehr nahe stand, der muss einen Kippschalter umlegen, eine Sicherung herausnehmen. Aber die anderen sind so viele Junge dabei, die den Senna nur mehr vom Hörensagen gekannt haben und nie gegen ihn gefahren sind. Also es ist alles relativ. Imola, das war immer Frühling, gutes Essen und begeisterte Tifosi. Nicht nur aus Italien. Ja, wir fahren seit 5 Jahren over da und mir gefällt das ganz einfach. Versteht einmal überhaupt nichts. Aber die Mentalität von den Leuten ist ein Wahnsinn da. Das ist super. Die ganze Umgebung da, das ist die Atmosphäre, das ist ein Hammer da her in Italien. Imola, das war auch immer eine Rennstrecke, so wie sie sein sollte. Doch in diesem Jahr ist es für die Formel-1-Piloten schwierig, hier zu fahren und nicht ständig daran zu denken, was im Vorjahr passiert ist. Der Nachfolger von Roland Ratzenberger im Simtech-Team ist der junge Italiener Domenico Sciattarella. Yeah, of course. For sure, they have changed. Die Strecke wurde aufgrund der Unfälle verändert, meint er, wurde sicherer. Aber trotzdem haben wir ein flaues Gefühl, wenn wir hier fahren. Aber es muss einfach weitergehen. Die Formel 1 hat im Verlauf eines Jahres viel an Kredit verloren. Tod, Unfälle, Skandale, zwiespältige Reglements, Disqualifikationen und unverständliche Urteile. Doch gerade in der Formel 1 gilt, was vorbei ist, ist vorbei. Die Sieger von gestern sind Formel-1-Geschichte und die Verlierer von gestern sind längst vergessen. Roland Ratzenberger und Ayrton Senna jedoch hat niemand vergessen. Erst recht nicht, wenn er die Eingangstore von Imola passiert. Gut, kommen wir ein bisschen zur Situation nach dem heutigen Training. Michael, Sie stehen, wie schon erwähnt, in der Pole Position. Bedeutet das auch für Sie, dass Sie morgen gewinnen werden? Stehen die Chancen gut? Die Chancen stehen gut und das wird mit Sicherheit das sein, was ich anstrebe und versuchen werde. Ich habe sicherlich ganz speziell 3 Konkurrenten oder im Prinzip 4 Konkurrenten hinter mir, die mir das Leben schwer machen werden. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich. Das Auto fühlt sich sehr gut an. Wir sind große Schritte nach vorne gekommen, das Auto richtig gut in den Griff bekommen. Mit volle Tanks heute auch probiert. Auch da sind die Probleme nur sehr geringfügig, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir morgen eine gute Chance haben, das Rennen zu gewinnen. Wen erwarten Sie als härtesten Konkurrenten? Wenn man sich die Zeitentabelle anguckt, dann sitzt er neben Ihnen, der Gerhard. Mit 8000stel, glaube ich, haben wir ein Zeittraining geliefert, eine Show geliefert, die nicht hätte spannender sein können. Aber auch dann kurz dahinter mit David Coulthard und Damon Hill und auch Jean Alesi, nicht zu vergessen, wird es sehr eng werden und sehr schwierig werden für mich. Gerhard, werden Sie es ihm schwer machen morgen? Ich werde es versuchen. Ja. Ich glaube, die Karten stehen für Michael ein bisschen besser. Trotzdem, ich glaube, Ferrari zeigt ständig einen Aufwärtstrend. Wir kommen immer den absoluten Spitzenteams näher. Für mich ist nach wie vor der Williams der Favorit, auch für dieses Rennen. Ich glaube wirklich, dass das Potenzial von Williams sehr, sehr gut ist. Michael hat sein Auto wieder auf Pole Position gesetzt. Das heißt, es wird für die beiden sehr, sehr schwierig sein, an Michael vorbeizukommen. Aber ich glaube, die 3 Autos, speziell mit Renault-Motoren, werden morgen schwierig sein zu schlagen. Aber ich werde es mal versuchen, mal schauen, wie weit das wir kommen. Ist die Auto schon so gut, dass es tatsächlich nur noch diese 8000stel Distanz hat? Oder haben Sie hier das Glück der Stunde genutzt gestern? Nein, ich persönlich glaube, dass der Michael mit seinem Setup vielleicht noch nicht so weit war wie ich. Ich habe gestern schon relativ gutes Setup gehabt, gut balanciertes Auto gehabt, aber ich wirklich sehr gut die Runde zusammengebracht. Und darum ist der Unterschied so gering. Auf die Renndistanz gesehen glaube ich nicht, dass wir
in der Lage sein werden, den Michael so unter Druck zu setzen. Aber wir werden alles versuchen, als Erster in die erste Kurve einzubiegen. Dann ist die Strecke natürlich relativ schwierig zum Überholen. Aber es ist auch die Boxenstrategie ziemlich wichtig. Und Rennen ist lang und wir werden mal schauen. Nach der Taktik beider Herren frage ich nicht, weil ich nehme nicht an, dass Sie die hier ausbreiten werden. Niki, Ihr Ausblick auf das morgige Rennen nach dem jetzigen Abschlusstraining. Also ich teile den Gerd seine Meinung, dass ich glaube, dass Michael und die beiden Williams uns noch einen leichten Vorteil haben. Ich würde in 3-4 Zehntel pro Runde beziffern, was man heute im Training gesehen hat und gestern. Aber ich glaube, das Rennen wird morgen entschieden von der Taktik, der Reifenwechsel, wie man mit welchen Reifen wann umgeht. Und ich glaube, das wird morgen einen riesen Einfluss haben. Und wer da eine gute Taktik hat, der kann sich sehr viel Zeit gut machen. Nigel Mansell hat heute bei seinem Comeback den 9. Platz belegt. Was ist dazu zu sagen? Also ich würde sagen, für sein erstes Rennen hier ist das einmal nicht schlecht in seinem Alter, wenn ich das so sagen darf. Weil man darf nicht vergessen, der Häkkinen ist natürlich vom ersten Rennen angefahren. Und ich weiß selber, wie wichtig es ist, wenn man dauernd fährt. Das heißt, der Arme hat jetzt hier beginnen können zu fahren, weil sein Auto war ja zu klein für ihn, wie wir alle wissen. Jetzt wurde es breiter gemacht, jetzt passt er hinein. Das heißt, der Nigel wird sicher 2-3 Rennen brauchen, um wieder einfach genug Kilometer abzuspulen, um dann unter Umständen so schnell zu sein wie Häkkinen. Aber Häkkinen ist sicher für ihn ein schwieriger Partner. Gehört Nigel Mansell morgen noch kein Konkurrent? Es sieht danach aus, wobei Nigel immer für eine Überraschung gut ist, was wir aus der Vergangenheit wissen, aber er wird schon noch, wie Niki auch sagt, eine Zeit brauchen, um in den Rhythmus reinzufinden. Ich selbst habe jetzt auch festgestellt, der Grund, warum wir jetzt so gut dabei sind, ist einfach, dass wir wirklich das erste Mal 4-5 Tage Testmöglichkeiten hatten, am Auto, am Setup arbeiten konnten und entwickeln konnten, was wir den ganzen Winter nicht tun konnten, weil das Auto von der Zuverlässigkeit her noch ein paar Probleme hatte und wir die aussortiert haben, was wir jetzt im Griff hatten. Und daher kann ich sagen, dass vom Nigel wahrscheinlich morgen noch nicht so viel zu erwarten sein wird. Aber ich denke, in den nächsten Rennen kommt da schon noch ein bisschen was. Niki, ich glaube, wir sollten diese Diskussion hier nicht beenden, ohne noch ein Wort über Karl Wendlinger zu verlieren, der es offensichtlich sehr schwer hat, der an 21. Stelle platziert ist nach dem Training. Sie haben das Ganze auch von der Seite aus beobachtet. Was gibt es zu Karl Wendlinger zu sagen? Hat das besonders schwer derzeit? Ja, deswegen besonders schwer, weil nicht nur er, sondern auch Frenzen hat das Problem, dass ich glaube, dass der Sauber nicht so ideales Auto ist. Zumindest jetzt zu Beginn der Saison. Das heißt, das Auto ist einfach nicht schnell. Und wenn ein Auto nicht schnell ist und vielleicht noch schwierig zu fahren ist, ich glaube, das ist das Problem, was die beiden mit dem Auto haben. Weil im letzten Jahr hatten sie wesentlich bessere Trainingsleistungen gezeigt und im Moment geht da überhaupt nichts. Kann man das in den Griff bekommen oder ist die Saison sozusagen schon kaputt? Nein, das kann man sicher im Griff bekommen, wenn sie hart daran arbeiten. Aber der Karl muss jetzt 2 Dinge machen. Er muss versuchen, an seine Letztjahrsform wieder anzukommen und hat jetzt die Schwierigkeit, mit einem komplizierten Auto fahren zu müssen, was nicht leicht zu fahren geht. Das heißt, er hat jetzt die doppelt harte Arbeit zu machen. Aber wenn sie hart arbeiten, ist es absolut möglich, das Auto wieder nach vorne zu bringen. Ich möchte ganz zum Schluss noch einmal die Kurve erwischen oder den Kreis schließen, was das letzte Jahr betrifft. Es hat also diese 2 Toten gegeben. Wir haben ja diesen Stimmungsbericht gesehen. Gerhard, Sie haben immer wieder betont, Sie hätten im letzten Jahr mit Ayrton Senna einen dicken persönlichen Freund verloren. Spielt das jetzt ein Jahr später noch eine Rolle oder sind Autorennfahrer so ausgekocht, die Burschen, dass das weg ist? Ich glaube, man muss unterscheiden, Autorennfahren und das persönliche Gefühl. Ich selbst habe mit Ayrton sehr viel Zeit verbracht in meiner Freizeit. Dadurch, wenn ich mich erinnere, ist es wesentlich öfter, wenn ich beim Jetski gefahren bin oder wenn ich irgendwo auf dem Boot bin, wo wir zusammen waren, dann kann ich mich erinnern, da haben wir was zusammen gemacht, war lustig, haben wir Gaudi gehabt. Darum sind meine Emotionen außerhalb der Rennstrecke zum Teil größer als auf der Rennstrecke. Natürlich, wenn man nach Imola kommt, sind die Erinnerungen besonders groß, so wie sie auch in Brasilien waren. Aber trotzdem, in dem Moment, wo man die Arbeit anfängt, dann verlangt man einfach von sich selbst, das Team verlangt von dir, alle verlangen von dir, dass man konzentriert an seiner Arbeit arbeitet. Und dann, wenn man auf Nacht nach Hause geht, dann kann ja jeder sich Zeit nehmen, an letztes Jahr zu denken. Aber in dem Moment, wo man eben im Auto ist, muss man seine Arbeit verrichten. Die Strecke ist massiv umgebaut worden. Ist sie wirklich sicherer geworden? Ja, ich würde sagen, die Strecke ist sehr sicher geworden. Es sind vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht noch ein bisschen verbessern kann in Zukunft. Grundsätzlich ist es gelungen.
Die Strecke ist nach wie vor interessant, die Strecke hat nach wie vor Charakter. Und ich glaube, diese Strecke ist ein Teil unserer Arbeit, was wir eben in der GPDA ständig verfolgen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin glücklich darüber, weil es ist so viel passiert und wir haben sicher unseren Beitrag dazu geleistet. Michael, Sie gelten trotz Ihrer Jugend als einer, dem diese Dinge nichts anhaben. Welche Rolle spielen bei Ihnen Emotionen beim Rennfahren? Ich glaube, das wird oftmals falsch dargestellt, dass ich als jemand gelte, dem das nichts anhabt, dem das nicht anzumerken ist. Und da kommen wir auf den Punkt zu, den der Gerhard gerade besprochen hat. Man sieht mich ja letztendlich auch nur, wenn ich arbeite, wenn ich meinen Job mache. Und ich kann auch nur da sagen, dass wenn ich meinen Job mache, dann entweder ich mache ihn richtig oder ich lasse es sein. Und das war für mich die Frage nach dem Rennen in Imola, ob ich das noch so machen kann. Deswegen war ich in Silverstone nach Imola beim Test und habe dies für mich selber, für mich ganz persönlich ausprobieren müssen, ob ich noch der gleiche Rennfahrer sein kann wie vorher. Aber wenn man die Sekunden für sich hat, im Privaten ist und darüber nachdenken kann, dann kommen diese ganzen Emotionen, die Bilder vom letzten Jahr hoch und beeinflussen mich mit Sicherheit genauso wie jeden anderen. Beim Gerhard wird es mit Sicherheit schlimmer sein, weil er einfach viel persönlicher zum Alten gestanden hat, was ich nicht so getan habe, auch wenn wir unser Verhältnis im letzten Jahr speziell verbessert haben. Aber nichtsdestotrotz ist für uns alle ein Riesenproblem. Alten war der beste Fahrer und den wird man immer vermissen. Und was da passiert ist, ist eigentlich schon eine schwierige Situation für uns alle. Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Gerhard. Ich wünsche Ihnen beiden für morgen ein unfallfreies und uns ein spannendes Rennen. So viel Patriotismus sei gestattet. Vielleicht lässt sich die Startaufstellung in irgendeiner Form auch am Schluss dann im Rennergebnis umsetzen. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, Niki, dass Sie hier waren. Soweit unsere Berichterstattung aus Imola vom Geschehen in der Formel 1.